Wunderbar. Hallo zusammen. Ich möchte euch herzlich begrüßen im Namen des Winterkongresses in der Residence. Für alle, die hier sind, hier geht es um freie Mailbox-Verschlüsselung für alle. Falls jemand im falschen Saal ist, hat er jetzt noch eine Minute Zeit, um den Saal zu wechseln. Neben mir stehen Olli und Marcel. Sie sind vom Kollektiv Imierda.ch und werden euch jetzt in den einstündigen Talk begleiten und erzählen, was sie gemacht haben und was für Vorschläge sie haben. Ich gebe euch das Wort. Wir haben anschließend an den Talk noch 10 Minuten Q&A. Die Leute sollen sich die Fragen aufsparen, bis dann, was darüber geht, dann außerhalb. Viel Spaß. Okay. Merci. Danke für die Vorstellung. Ja, hallo zusammen. Freut uns sehr, hier zu sein und dass sich tatsächlich ein paar Leute dafür interessieren. Vielleicht zuerst kurz zu uns. Es wurde schon erwähnt, wir nennen uns immer da. Wir sind ein Provider für Internetdienstleistungen und davon gibt es viele. Was uns unterscheidet ist, wir sind als Verein organisiert. Also es basiert alles auf freiwilligen Arbeit. Und wir haben jetzt nicht ein Businessmodell oder eine Firma damit verknüpft, sondern wir sind ganz alleine interessiert daran, unseren Benutzerinnen und Mitgliederinnen gute, also sinnvolle Internetdienstleistungen anbieten zu können. Wir kommen darauf zurück. Ich möchte zuerst einfach mal ins Thema einsteigen. Ja. Und ja, ich nehme an, die meisten Leute hier haben eine Vorstellung davon, wie E-Mail funktioniert. Ja. Vielleicht, ich möchte es einmal ganz abstrakt betrachten, einen Schritt zurückgehen und hier symbolhaft das darstellen. Ich bin da auf der linken Seite, ich habe meinen Computer, da schreibe ich eine E-Mail. Die verfasse ich auf meinem Computer und dann mache ich eine Adresse drauf, ja, und schicke sie übers Internet an einen Freund, eine Freundin, an einen anderen Computer. Ja, die Menschen habe ich vergessen, da drauf zu tun, ja, tut mir leid. Ich schicke die E-Mail an einen anderen Computer. Die andere Person empfängt die E-Mail, öffnet sie, liest sie und so. Das ist eine sehr naive Vorstellung natürlich. Und viele Sachen funktionieren da ganz anders in der Realität. Und die meisten Sachen, die wisst ihr, dass die anders funktionieren. Wie zum Beispiel, vielleicht kann jemand die E-Mail mitlesen unterwegs, wie wird es genau versendet und so weiter und so fort. Aber wir möchten heute insbesondere über ein Thema sprechen. Und dazu brauche ich ein bisschen ein aktualisiertes Bild, ein bisschen ein Update. Und zwar hier haben wir wieder die zwei Geräte, die zwei Menschen mit ihren Geräten. Aber diesmal sind es moderne Menschen, ja, die haben ein Smartphone. Und was ist da anders? Ja, also ich verfasse eine E-Mail, aber die verfasse ich, man könnte sagen, ja, ich verfasse sie auf meinem Gerät, aber im Prinzip ist mein Gerät so ein bisschen so wie ein Zwischenspeicher, weil die E-Mail, der Entwurf, alles, das damit zusammenhängt, passiert eigentlich, das meiste passiert in der Cloud. Ich mag das Wort Cloud nicht so, aber da komme ich nochmal zurück drauf. Ja, was passiert, wenn ich das E-Mail versende? Es wird eigentlich da in dieser Cloud ein bisschen verschoben und ist dann an einem anderen Ort in der Cloud. Und meine Freundin, die kann das Mail lesen, indem sie eben halt mit ihrem Gerät auf die Cloud zugreift und das Mail liest. Worauf will ich eigentlich hier hinaus? Ja, die Cloud, was ist die Cloud? Die Cloud ist einfach jemandem sein Computer. Also das ist einfach nicht mein Computer, sondern jemand anderes sein Computer. Und da sind jetzt alle diese Daten von mir abgespeichert. Ja. Und jetzt, wir haben so zwei Perspektiven hier natürlich. Also einerseits, ich bin ja auch Benutzer, ich nutze E-Mail. Ich habe die Perspektive, wie es sich für mich anfühlt. Andererseits betreiben wir eben auch Mail-Infrastruktur und deshalb ist dieser Vortrag auch insbesondere an Leute gerichtet, eben die Mail-Infrastruktur betreiben. Und für uns ist natürlich so, ja, wir müssen diese Daten abspeichern. Wir speichern deine Daten ab für dich. Und für mich als Benutzer ist halt die Frage, ja, wem übergebe ich eigentlich meine Daten? Ich habe das hier nochmal ein bisschen symbolisch aufbereitet. Da habe ich mein Gerät und da drüben sind meine Daten. Und wo sind eigentlich meine Daten hier? Und ich habe das auch in Anführungszeichen gesetzt, können wir überhaupt noch von meinen Daten sprechen hier? Also sind das meine Daten?
Also ich habe sie erstellt, aber was passiert dann damit? Ich habe da mal ein völlig zufälliges Beispiel genommen. Ich habe ein bisschen recherchiert, ich habe gelesen, viele Leute benutzen diesen Provider. Ja, vielleicht mal eine kurze Frage. Wer hier in diesem Saal hat seinen primären E-Mail-Account bei Gmail? Hand hoch. Oh, das sind viel weniger, als ich gedacht hätte. Wow. Okay, ich bin am falschen Ort, ich habe die falschen Slides dabei. Aber okay. Die Cloud hast. Genau, das Beispiel Gmail. Genau. Das Beispiel Gmail ist jetzt langweilig für alle Leute, die ihre Mails schon dort haben, weil die haben sicher die Terms of Services schon gelesen. Für alle anderen habe ich es hier kurz rauskopiert und ich will es einfach vorlesen, weil ich fand es, also ich habe es selber gar nicht, noch nie gelesen, ich fand es interessant. Wenn Sie Inhalte in oder über unsere Dienste hochladen oder einstellen oder in unseren Diensten oder über unsere Dienste speichern, senden oder empfangen, räumen Sie Google und denen, mit denen wir zusammenarbeiten, das Recht ein, diese Inhalte weltweit zu verwenden, zu hosten, zu speichern, zu vervielfältigen, zu verändern, abgeleitete Werke daraus zu stellen, zu kommunizieren, zu veröffentlichen, öffentlich aufzuführen, öffentlich aufzuzeigen und zu verteilen. Ich weiß, keine Ahnung, ich bin kein Anwalt, aber ich kenne kein Recht, das ich noch zusätzlich dazugeben könnte. Keine Ahnung. Okay, dann vielleicht noch ein bisschen so die subtile Frage, die sich vielleicht im Hinterkopf bei euch anbahnt. E-Mail, ist das nicht was von gestern? Und okay, das ist ein anderes Thema, spreche ich gerne darüber, aber eigentlich der Punkt ist, wir bewahren Nutzerdaten auf und wie wir das machen, das ist das, wo wir heute darüber sprechen möchten. Genau. Vielleicht ein bisschen auch, wie wir das Ganze angehen. Also einerseits irgendwie, wie wir das ein bisschen strukturell, aber auch von technischer Seite angehen. Es wurde Anfang bereits erwähnt, wir sind ein nicht kommerzieller Provider, der als Verein organisiert ist. Das heißt, alle Arbeit, die wir reinstecken, ist unentgeltlich. Wir finanzieren uns über Spenden von unseren Userinnen und dieses Geld läuft eigentlich in die Finanzierung der Infrastruktur rein. Das heißt aber auch zum Beispiel, wir machen nichts mit den Daten, die uns anvertraut werden. Unser grobes Ziel ist auch ein bisschen, wir möchten eigentlich auch so ein bisschen halt einfach Provider sein, um am föderierten Internet teilzuhaben. Also nicht, dass sich alle irgendwie ihre eigenen Server aufstellen müssen. Nicht alle haben Lust dazu, nicht alle haben Zeit dazu. Aber wir machen das auch für uns und die Idee ist auch ein bisschen, das soll eigentlich halt für die Leute, die das gerne möchten, sollen wir so der alltägliche Provider sein. Begonnen haben wir etwa vor 20 Jahren, ist ein bisschen unklar. Die Domain ist seit 2001 registriert, jedenfalls sagt das Switch, wir wissen es selber nicht mehr genau. Aber die Idee damals war ein bisschen, Aktivistinnen vom Nutzen von Yahoo-Groups wegzubekommen. Und viele haben vermutlich auch E-Mails in letzter Zeit bekommen, dass das endlich Realität ist. Yahoo-Groups schließt. Ich glaube, mittlerweile gibt es einige andere, wo wir nochmals ansetzen können. Aber wir haben zwar mit E-Mail begonnen, mit E-Mail-Listen auch dann recht schnell dazugenommen, aber auch andere Services und das so ein bisschen wie einerseits wir persönliche Präferenzen haben oder Bedürfnisse, aber auch was halt so ein bisschen an uns herangetragen wird und dass wir halt so nützlich finden. Und da halt so ein bisschen der Ansatz, dass wir ein möglicher Provider für deine täglichen Daten, also jetzt nicht irgendwie speziell für das oder das, sondern halt einfach so, ich bin ein Mensch, der kommuniziert digital und ich nutze immer da als Provider dafür. Das Konzept, das wir ein bisschen verfahren, ist, wir haben das mal so definiert, dass unsere Dienste sind exklusiv für unsere Freundinnen und deren Freunde. Das bedingt eigentlich ein bisschen ein Einladungssystem.
Und das hat für uns auch ein bisschen zur Folge, dass wir einen direkten Draht zu unseren Nutzerinnen haben, aber gleichzeitig auch wir irgendwie nicht exponentiell wachsen, sondern halt so wie es für uns auch nachhaltig erscheint, also halt auch uns selbst. Wir haben das ein bisschen auch, es gibt einige andere Kollektive, die ähnlich funktionieren wie wir. Da gibt es dann auch Kollektive, die hatten ein bisschen ein anderes Sign-up-System. Und da war zum Beispiel als ein Beispiel irgendwie Autistici im Rahmen von den Snowden-Enthüllungen als Alternativprovider genannt wurde, die sind regelrecht explodiert. Und die mussten dann auch irgendwie das Erstellen von Konten für eine Zeit lang schließen, weil sie einfach fanden, wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Grundsätzlich nutzen wir nur freie Software und wir entwickeln auch einerseits, wir tragen irgendwo dazu bei. Wir denken, dass das eigentlich eher das Grundmodell ist, wie die Sachen funktionieren sollen. Und verfolgen da auch ein bisschen im was wir anbieten, welche Dienste wir nutzen und auch wie wir sie nutzen, dass wir da ein bisschen eine bewusste und kritische Auseinandersetzung mit Technologie und den Diensten machen wollen. Dabei ist so ein Punkt, den wir eigentlich immer, wenn wir uns Sachen anschauen, ein bisschen im Hinterkopf haben, dass wir irgendwie finden, Datensparsamkeit, also nur die Daten zu erheben, welche auch notwendig sind für den Dienst, und die Privatsphäre sollte an erster Stelle sein. Dienste im E-Mail kann man auf verschiedene Arten und Weise heute konsumieren, sei es im Mail-Programm über den Browser, aber auch irgendwie mit ActiveSync auf Mobile, mit Push-Messages und so weiter. In E-Mail-Listen, wie dort ist zum Beispiel, haben wir hervorgehoben Schleuder als eine Software, die wir einsetzen und auch helfen mitzuentwickeln. Die ermöglicht es, GPG-verschlüsselte E-Mail-Listen zu betreiben. Dann haben halt so Webhosting-Geschichten, wo wir zum Beispiel viel Arbeit in das Hosting von WordPress und das Updaten und das einfach haben für Leute, welche eine Webseite haben möchten, irgendwie stecken, und dann halt so ein bisschen die Services, die halt so über die Jahre dazukommen, und da sind wir zum Teil auch etwas langsamer. Ich denke, einige möchten schon lange gerne Matrix sehen als Service, andere würden gerne irgendwie Mastodon oder irgendwie so sehen, aber wir schauen uns das jeweils auch ein bisschen an und versuchen dem auch ein bisschen zu verfolgen, weil wir haben irgendwie nicht Lust, das quasi irgendwie zu haben und dann ein halbes Jahr später wieder wegzuwerfen. Genau. Technisch machen wir das ein bisschen so, dass wir, wie gesagt, unsere eigenen Server betreiben. Wir haben uns darauf geeinigt, Fragen am Schluss zu machen, wenn das okay ist. Aha, wo ist die? Ah, die reflektiert, Entschuldigung. Gut, ja, wir haben eine gewisse Historie, wir haben irgendwie uns gewisse Verfahren angeeignet, wir teilen das auch mit anderen Leuten, wir teilen das eigentlich grundsätzlich auch offen, also das heißt, sämtliche Konfigurationen und Ansätze, wie wir sie umgesetzt haben und wie sie auch bei uns genutzt sind, sind öffentlich, unter anderem unter dieser URL. Wenn wir zu Datensparsamkeit sprechen, dann ist es grundsätzlich eben, wie ich erwähnt habe, wir versuchen grundsätzlich eigentlich keine persönlichen Daten zu erfassen, wenn sie eigentlich nicht von den Userinnen selbst hochgeladen werden wollen, und an und für sich, wenn sehen wir zum Beispiel wirklich keinen Grund, es gibt keinen technischen Grund, IP-Adressen in Logs zu haben, als Beispiel.
und eben so die Maxime, wir bewahren die Daten auf, die uns anvertraut werden und die versuchen wir möglichst gut aufzubewahren. Ja, kommen wir ein bisschen zum eigentlichen Thema dieses Vortrages, die persönliche verschlüsselte Datenablage jetzt im Beispiel E-Mail. Und die Idee oder das Konzept hauptsächlich dort ist ein bisschen, dass wir dann als Administratorin des Dienstes eigentlich auch keinen Zugriff auf die Daten selbst haben. Wir kommen dann auch sehr in die technischen Details dazu, wie das funktioniert, aber vielleicht einfach so ein bisschen als allgemeinen Überblick, das Bild von vorher, und die Idee ist grundsätzlich, dass wir die Daten verschlüsselt ablegen und gesichert sind sie mit dem Passwort, welches die Userin hat. Wir kommen dann später noch im Detail dazu, was wie wo genau passiert. Aber vielleicht auch ein bisschen Kontext dazu. Wir sehen das Ganze nur als Teillösung und nicht irgendwie als die ultimative Lösung, die jetzt alle Probleme mit E-Mail löst, sondern aus unserer Sicht hat Schutz und Sicherheit von Daten hat sehr viele Ebenen, und aus unserer Sicht sind alle anderen Mechanismen, die jetzt da im Raum in allen Köpfen rumschwirren, eigentlich nach wie vor notwendig. Wir sehen das vor allem auch als Sache für uns, damit wir ein bisschen entspannter sind, wenn wir derart viele E-Mails hosten müssen. Ein beliebtes Beispiel ist irgendwie End-to-End-Encryption, PGP-E-Mails. Ja, unbedingt, macht es, nutzt es nach wie vor, auch wenn ihr quasi ein Konto bei uns habt, solltet ihr nicht darauf verzichten. Aber ein Beispiel da, das ein Problem ist, sind zum Beispiel die Metadaten, also die ganzen Headers, die liegen nach wie vor bei uns unverschlüsselt auf der Platte, ist eigentlich nur der Inhalt der E-Mail verschlüsselt, und Metadata Kills, oder es gibt auch einen Vortrag im Verlauf des Tages noch dazu, zu den ganzen Informationen, ja, aus unserer Sicht auch schützenswerte Daten. Dann etwas anderes, dass viele Leute sagen, ja, macht Festplattenverschlüsselung, ja, das machen wir seit 2001. Das Problem ist, ihr wollt 24x7 eure E-Mails abrufen, das heißt, die verschlüsselte Festplatte ist eigentlich die ganze Zeit offen, und aus unserer Sicht ist Festplattenverschlüsselung bei Servern vor allem die Lösung für den Fall eines physikalischen Diebstahls. Das heißt, wenn jemand unbefugt ist, die Festplatte mitnimmt und dass da dann die Daten nicht ausgelesen werden. Nebenbei, wir haben auch ein Tool entwickelt, welches es ermöglicht, innerhalb eines Kollektives mit einer Vielzahl von verschlüsselten Festplatten auf einer Vielzahl von Servern umzugehen. Dieses Tool nennt sich Arver. Es gibt auch andere, die es einsetzen. Und wir schon ziemlich lange, ab und zu updaten wir ein bisschen, wenn wir wieder was sehen, aber eigentlich läuft es seit, keine Ahnung, 12 Jahren oder so, nutzen wir das, genau. Ja, weitere Punkte, die aus unserer Sicht eben sowieso notwendig sind, eben Datensparsaccount, also überhaupt eh nur die Inhalte und quasi eben sowieso Zugriffskontrolle, aber grundsätzlich wollen ja immer alle auf ihre E-Mails immer zugreifen können, das heißt, irgendwie der Zugriff muss auch immer gegeben sein. Ja, tauchen wir ein bisschen in die technischen Details der Lösung ein, welche wir jetzt umgesetzt haben. Okay, ja, so dieser Teil ist jetzt wirklich so ein bisschen maßgeschneidert auf hat Leute, die auch selber E-Mail-Dienste anbieten, die selber Provider sind, und wir möchten halt motivieren dazu, das selber auch so einzusetzen.
ich hoffe, alle von euch, ihr seid alle Provider und betreibt eure eigenen Dienste oder werdet es bald natürlich. Ja, als erstes mal, das Erste, das wir da dazu gelesen haben und was wirklich einen sehr guten Überblick bietet über die verfügbaren Möglichkeiten, die es zurzeit gibt, ist diese Master Thesis zur Untersuchung von Techniken zur persönlichen E-Mail-Postfachverschlüsselung. Die ist wirklich sehr fundiert, beleuchtet alle verschiedenen Aspekte, die es zu beachten gibt und vergleicht auch die bestehenden Lösungen. In dieser Arbeit werden hauptsächlich, also wenn wir jetzt auf die freie Software anschauen, werden hauptsächlich drei Dovecot-Plugins, also Dovecot ist ein sehr weit verbreiteter IMAP-Server, drei Dovecot-Plugins betrachtet, die eigentlich dazu dienen, eben diese E-Mails beim Speichervorgang zu verschlüsseln. Es gibt einerseits, und das ist, sind glaube ich auch die ersten, die damit begonnen haben, soweit mir bekannt ist, oder vielleicht nicht, also davor war LavaBit, okay, aber so die ersten, die damit begonnen haben, freie Software zu entwickeln, um E-Mail-Postfächer zu verschlüsseln. Posteo, die haben Scrambler, ich glaube, in Auftrag gegeben, das ist ein Plugin. Dann gibt es von RiseUp, einem Provider aus Nordamerika vor allem, gibt es ein Plugin namens Trees. Und dann eigentlich das Neueste in dieser, ich glaube nicht das Neueste im Bereich, wann es entwickelt wurde, aber das Neueste, wann es released wurde, ist von Dovecot selber, von den Entwicklern des Mail-Servers selber, das MailCrypt-Plugin. Und die sind da eigentlich alle drei verglichen worden und unter den Aspekten, die diese Arbeit halt sich da angeschaut hat, kam MailCrypt an oberster Stelle. Und wir haben selber auch diese drei Plugins tatsächlich alle drei angeschaut, evaluiert und für uns ausschlaggebend war schlussendlich, dass MailCrypt einfach am besten mit allen bestehenden Administrationswerkzeugen von Dovecot zusammenarbeitet. Also zum Beispiel Desync und alle diese Tools, die es gibt, um Mailboxen zu verschieben, um all diese Operationen auszuführen, die sind kompatibel vollumfänglich. Es kann gut sein, dass die anderen Plugins da aufgeholt haben. Mittlerweile der Stand der Evaluation ist schon, ich glaube, 2 Jahre her oder so von unserer Seite. Gut, eben wie das im Detail funktioniert, könnt ihr in dieser Masterarbeit nachlesen. Ich möchte einfach ein bisschen einen Überblick geben und habe das deshalb ein bisschen distilliert hier. Und zwar gibt es eigentlich zwei relevante Sachen hier. Das eine ist, was geschieht, wenn ich eine E-Mail empfange, und das zweite ist, was geschieht, wenn ich eine E-Mail abrufen möchte. Ja. Das Empfangen, also die Box hier, wäre jetzt unser Mail-Server. Ja. Und das Empfangen, die E-Mail kommt hier rein, und jetzt haben wir auf dem Mail-Server ein Public-Private-Key-Pair. Für jeden Benutzer ein eigenes. Ja. Oder für jedes Postfach ein eigenes Public-Key-Pair. Und der Private Key, zu dem haben wir keinen Zugriff zu diesem Punkt. Und hingegen den Public Key, den können wir hier nutzen, um halt die E-Mail verschlüsselt abzulegen. Das heißt, sie ist jetzt nicht einfach nur verschlüsselt im Sinn von alle Mailboxen haben dieselbe Verschlüsselung, sondern sie ist jetzt verschlüsselt explizit genau für diese Mailbox. Hier kommt die Benutzerin mit ihrem Gerät und ihrem Passwort. Und sie möchte sich anmelden am Mail-Server und dazu muss sie ja ihr Passwort und ihr Benutzername preisgeben. Dieses Passwort können wir nun verwenden, weil wir natürlich im Vorhinein diesen Private Key genau mit diesem Passwort gesichert haben. Wir können also den Private Key entschlüsseln mit dem Passwort, wir können die Mailbox öffnen und wir können die Mail ausliefern. Das ist so. Und die genauen Schritte, wie das funktioniert, sind ein bisschen komplizierter. Und auch unterschiedlich, je nach Plugin, aber das ist so die Intuition, für wie das Ganze funktionieren soll. Wichtig hier, wenn die Session zu Ende ist, dann ist auch das Passwort nicht mehr da und die Mailbox ist wieder zu, also quasi im Ruhezustand, auf der Festplatte, zu jeder Zeit, eigentlich die Mails an das Passwort der Benutzerin gebunden.
Okay, nun, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, End-to-End-Verschlüsselung wird oftmals gesagt, okay, das löst all diese Probleme eigentlich schon. Und deshalb hier eine kurze Übersicht einfach zu den Unterschieden. Also das ist irgendwie der Standardfall, keine besonderen Sicherheitsmaßnahmen. Das wäre der PGP-Fall, also ich habe meine E-Mails verschlüsselt, jedoch, also einige E-Mails sind verschlüsselt abgelegt, aber zum Beispiel die Adressdaten, die Headers, wo das E-Mail hingeht, wo es herkam, alle diese Daten sind weiterhin verfügbar. Also verfügbar, die sind weiterhin für die Betreiberinnen der Server einstellbar. Ja. Okay, und dann die kombinierte Variante ist natürlich die beste, also nicht entweder oder. Die kombinierte Variante bedeutet, ja, es gibt mehrere Layer und jetzt in jedem Fall könnt ihr euch nochmal die Festplattenverschlüsselung als zusätzlicher Layer rundherum denken. Genau, über das habe ich schon gesprochen. Im Prinzip funktioniert es ziemlich ähnlich wie auch das Compression-Plugin. Also es ist völlig transparent. Es gibt auch ein Plugin, das Mails komprimiert, bevor sie auf die Platte geschrieben werden. Die Funktionsweise ist eigentlich nicht viel anders. Und sagen wir mal, ihr möchtet das einsetzen. Und das ist ganz einfach. Also ihr loggt euch auf einen Mail-Server ein, nehmt die Dovecot-Konfiguration und fügt hier ein paar Zeilen ein. Also ja, im Prinzip einfach mal das Plugin laden, okay. Dann auswählen, welches Verschlüsselungsverfahren. Ich habe jetzt hier mal einen Vorschlag. Und dann die Version. Also das hier ist eigentlich die Zeile, die es aktiviert, das Plugin. Die sagt, jetzt ist das Plugin aktiviert. Und dann noch diese Zeile, die sagt, ja, bitte verschlüssele die Keys, mit denen die Mailbox verschlüsselt wird, bitte verschlüssele die mit einem Passwort. Und jetzt brauche ich noch dieses Passwort und dazu muss ich beim Login-Prozess noch schauen, dass quasi die Authentifizierungsmethode, wie auch immer die ich konfiguriere, dass die so einen Wert, also quasi einen benutzerspezifischen Wert setzt, wo das Passwort drin steht. Also falls ihr das Gefühl habt, es sei kompliziert, das ist alles, was es eigentlich benötigt. Nun, was ist das Problem hier? Ja, die Schlüsselverwaltung. Wenn wir es so konfigurieren, dann übernimmt Dovecot die Schlüsselverwaltung. Was bedeutet dies? Das bedeutet, die Schlüssel liegen hier auf meinem Mail-Server, auf dem Storage-Backend meines Mail-Servers. Was passiert, wenn ich mein Passwort ändern will? Okay, ich muss mich auf meinen weil das Passwort verschlüsselt ja diesen Key hier. Also wenn ich das Passwort ändere, dann geht auch dieses Key nicht mehr auf. Ja. Aber der liegt ja auf dem Mail-Server. Also wenn jetzt die Benutzerin ihr Passwort ändern möchte, muss sie sich eigentlich an diesen Mail-Server mit SSH einloggen können, um das Passwort zu ändern. Ja. Ist vielleicht nicht die praktischste Variante. Und dann die andere Frage ist Passwortwiederherstellung. Ja, was passiert, wenn ich mein Passwort vergesse? Ja, dann sind die Mails weg. Sorry. Also die Lösung so naiv eingesetzt, die hat sicher ihre Berechtigung. Vielleicht, wenn ihr wirklich einen sehr kleinen Mail-Server betreibt, dann ist es eine sehr gute Idee, das zu aktivieren. Wenn ihr alle Leute persönlich kennt, kein Problem, macht es einfach. Okay, überlegt euch vielleicht etwas für den Passwortverlust. Aber jetzt für uns war das keine Option, das so umzusetzen. Deshalb haben wir, also sehr ähnliches Setup, aber ein paar Sachen noch oben drauf halt. Also vielleicht das Erste, bei uns ist die Config so, dass es abgeschaltet ist. Wieso? Ja, wir haben bestehende Mailboxen und die migrieren wir Schritt für Schritt wir wollen das pro Mailbox anschalten können. Also okay, es ist defaultmäßig abgeschaltet. Aber und dann die zweite Frage, genau, sind diese. Und das ist sehr verwirrend, deshalb möchte ich es hier erwähnen. Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, dieses MailCrypt-Plugin zu konfigurieren. Die eine nennt sich User Keys und die andere nennt sich Global Keys. Und das suggeriert jetzt so ein bisschen, ja, es wird dann derselbe Key verwendet für alle Benutzer, Global Key. Aber es ist eigentlich nur
global pro Prozess. Und das heißt, bei jedem Login kann ein anderer Global Key gesetzt werden. Und tatsächlich, die Version, die wir eben verwenden, ist die Global Key Variante, wo wir selber Dovecot einen Key übergeben können, den dann das Mailcrypt-Plugin verwendet, um die Mails abzulegen. Und genau das ermöglicht uns eben die Verwaltung der Schlüssel von Dovecot rauszunehmen und die selber zu machen. Genau, und das sind jetzt die Einstellungen, die wir pro Account setzen möchten. Beim Login können wir quasi mit beim Login-Prozess mit übergeben, dass das Mailcrypt aktiviert sein soll. Und wir können diesen Public Key und den Private Key setzen. Und den können wir jetzt von irgendwo her kriegen. Okay, von wo kommt denn dieser Private Key, von wo kommt dieser Public Key? Und das ist jetzt der Teil, den wir selber entwickelt haben. Ja. Und hier haben wir eigentlich einen Dienst, der eine API zur Verfügung stellt, mit dem andere Dienste kommunizieren können. Zum Beispiel Dovecot kann mit diesem Dienst kommunizieren, kann Anfragen stellen, kann zum Beispiel sagen, ich habe hier eine Authentifizierungsanfrage mit diesem Benutzernamen, diesem Passwort. Die API wird sagen, ja, das ist autorisiert oder nein, das ist kein gültiges Benutzerkonto. Und dieser Dienst verwenden wir dann intern, so dass quasi unsere verschiedenen Teile unserer Infrastruktur miteinander kommunizieren können. Ja, wie sieht es konkret aus? Irgendwo müssen die Daten gespeichert sein. Okay, wir haben eine Datenbank. Das ist übrigens aus dem Repository, deshalb ist es so schöne ASCII-Art. Und dann haben wir zwei APIs, zwei Endpunkte, die wir ansteuern können. Wir haben einen Authentifizierungsteil, wo quasi Authentifizierungsanfragen gestellt werden können. Und wir haben einen Management-Teil hier oben, wo irgendwie Accounts verändert werden können, Accounts erstellt werden können und so weiter und so fort. Dann gibt es einen Front-Layer hier. Wir haben zum Beispiel das Ding da hier, Account-Panel, das ist eigentlich die Benutzerverwaltung, wo sich die Leute selber anmelden können und ihr Account ändern können. Zum Beispiel können sie ihr Passwort wechseln dort oder sie können einen neuen Account erstellen. Und dann haben wir einen Single Sign-On Login Service, der eben nach hinten mit dieser Authentification API kommuniziert. Und dann hier, das wäre jetzt ein Beispiel für irgendeinen Web-Service, den wir halt haben, der sich auch darüber authentifizieren kann. Und dann haben wir die Other Services, die halt eben keine Web-Services sind, wo der Login nicht via dieses SSO-Login möglich ist und für die haben wir individuell spezielle Lösungen, je nach Dienst. Jetzt im Beispiel von Dovecot sieht es so aus. Wenn ich mich jetzt auf einem Backend-Mail-Server von uns einlogge, dann finde ich dort einen Unix-Socket und auf diesen Unix-Socket kann ich eine Authentifizierungsanfrage schreiben. Kann ich hier schreiben, ich möchte authentifizieren diesen Benutzer hier mit diesem Passwort hier. Der Socket, der kommuniziert nach hinten mit diesem API-Dienst und der wird, falsche Richtung, und er wird etwas antworten. Zum Beispiel in diesem Fall ein JSON, das sagt, ja, okay, dieser Benutzer ist autorisiert. Success, juhu, und alle diese Einstellungen, die wir setzen müssen und den Dovecot übergeben müssen. Also so kommt dann das Ganze zusammen. Und jetzt, wieso ist diese ganze komplizierte Infrastruktur nötig? Und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen überzeugen davon, dass wir das wirklich brauchen und dass es nicht overengineert ist und dass es wirklich alles Teile sind, die für die normalen Prozesse, die halt anfallen bei so einer verschlüsselten Mailbox, dass alle diese Teile benötigt sind. Und das um euch davon zu überzeugen, habe ich gedacht, spiele ich einfach mal so ein paar regelmäßige Tasks durch, die diese Architektur ermöglichen muss. So, das erste war einfach das normale Login. Hier wieder die Benutzerin, die sich per IMAP anmeldet, ihr Passwort übermittelt. Das Passwort geht an die Authentication API.
Hier laden wir jetzt den verschlüsselten Key aus der Datenbank. Wir versuchen den zu öffnen. Wenn wir den öffnen können, ist die Benutzerin authentifiziert. Offensichtlich ist das Passwort korrekt. Und wir können ihn hier rüberschicken. Ja. Und der Dovecode kann dann die Mail Storage öffnen und die Mails ausliefern. Das ist der Login-Prozess. Soweit so gut, das konnte ich schon vorhin, wenn einfach der Key auf dem Backend liegt. Aber jetzt kommt der Passwortänderungsprozess. Und der Passwortänderungsprozess, der passiert natürlich auf dieser Benutzerverwaltung hier oben. Und die Benutzerin kommt und liefert ihr altes und ihr neues Passwort. Diese wird übergeben, dieser API, die es erlaubt, Accounts zu ändern. Hier laden wir wiederum eigentlich den verschlüsselten Key. Wir können ihn mit dem alten Passwort entschlüsseln und wir können ihn mit dem neuen Passwort wieder verschlüsseln. Wir können den geänderten Key zurückspeichern und der Passwortwechsel ist komplett transparent ermöglicht. Die Daten sind immer noch zugänglich und genau, ohne dass sich irgendwie die Benutzerin per SSH auf den Mail Storage einloggen muss. Dann, ich habe es vorhin schon erwähnt, ein großes Problem, Passwortverlust. Ja, eben der Schlüssel ist wirklich mit dem Passwort verschlüsselt. Ja, was passiert, wenn das Passwort verloren geht? Ich habe gehört, das passiert manchmal. Was machen wir in dem Fall? Und hier, es führt nichts daran vorbei. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben eine Möglichkeit, dann den Zugang wiederherzustellen und dann haben wir die Möglichkeit, dann können wir die auch ausnutzen und dann ist sie da, oder wir haben die Möglichkeit nicht und dann sind die Daten halt weg, wenn das Passwort wirklich weg ist. Ja. Und da haben wir so ein Mittelweg halt, dass wir einen Code, den man sich zum Beispiel anzeigen lassen kann, den man beim Erstellen des Accounts mitgeteilt gekriegt. Und diesen kann man auf einem Backup aufbewahren und wenn man uns diesen Code schickt, dann können wir tatsächlich den Zugang wiederherstellen. Wie das technisch funktioniert ist, wir nehmen den Private Key und verschlüsseln den mit einem Key, den wir offline haben. Und dann geben wir die verschlüsselte Version als Code raus. Also das heißt, wenn wir den Code zugeschickt bekommen, können wir offline diesen Key öffnen, wir finden darin eigentlich das nötige Schlüsselmaterial, um den Zugang wiederherzustellen und mein neues Passwort zu setzen für den Account. Ohne Kooperation der Benutzerin ist es uns aber nicht möglich. Oder wenn dieser Code vergessen geht, wenn das Passwort vergessen geht, dann sind tatsächlich die E-Mails weg. Ja. Ja, das ist natürlich ein großes Problem, das zu kommunizieren. Und ich denke, es gibt so zwei Bereiche, die uns... Also die Idee, das zu machen, hatten wir schon sehr lange. Und es gab tatsächlich zwei Sachen, die uns primär davon abgehalten haben. Das erste war eben, dass wir diese ganze Architektur, die Schlüsselverwaltung ermöglichen, nicht hatten. Und das zweite war, dass wir einfach irgendwie Angst davor hatten, wie kommunizieren wir das überhaupt? Also wie kann man das überhaupt erklären? Und hier würde ich jetzt wirklich sagen, ich glaube nicht, also okay, merklich, im normalen Betrieb gibt es keinen Unterschied, okay, das ist kein Problem. Aber wie kommunizieren wir das mit dem Passwortverlust? Und hier, jetzt ganz ehrlich gesagt, ich denke nicht, dass wir eine gute Lösung haben. Wir haben die Lösung, die wir zurzeit haben und sie funktioniert manchmal. Hier sieht man übrigens auch, wenn man keine Firma ist und keine Webdesigner hat und nicht weiß, was die wie das Kontrastverhältnis sein sollte. Jedenfalls, das ist der lange Text, den man angezeigt erhält, wenn man einen Account erstellt. Ich lese ihn vor. Auf unserem Server sind deine Mails kryptografisch mit deinem Passwort geschützt. Im Unterschied zu anderen Anbietern können wir deine Nachrichten nicht einsehen. Wenn du dein Passwort vergisst, musst du uns einen Wiederherstellungscode schicken. Ohne diesen Code gehen deine alten Nachrichten verloren, wenn wir dein Passwort zurücksetzen müssen. Bewahre den Code sicher auf.
Und ich bin erstaunt, dass es tatsächlich funktioniert. Es funktioniert wirklich. Also wir kriegen wirklich Anfragen, Leute schicken uns diese Codes. Ich war wirklich erstaunt, dass es klappt. Das ist vielleicht mal das Erste. Und das Zweite ist, okay, wir haben ein bisschen einen Kompromiss gemacht. Wir haben gesagt, okay, man kann auch eine zweite E-Mail-Adresse angeben, eine Backup-E-Mail-Adresse. Und dann kann man auswählen, dass man den Code gleich dahin geschickt kriegt. Sind nicht super glücklich drüber, aber ich glaube, das ist tatsächlich der Weg, wie viele Codes den Weg zu uns dann schlussendlich finden. Genau. Ein anderes Problem, das damit kam, ist, wir haben uns natürlich auch überlegt, ja, Passwortsicherheit, weil der Schlüssel, der ist mit dem Passwort verschlüsselt, also müssen wir irgendwie ein bisschen einen Minimalstandard einhalten, wie sicher die Passwörter sind. Und ich glaube, das ist wirklich, da habe ich viele Rückmeldungen dazu von unseren Benutzerinnen. Diese Fehlermeldung, die ist wirklich verhasst. Da steht, man möchte das Passwort ändern, steht, oder auch einen Account erstellen, und es steht, das gewählte Passwort ist zu einfach zu erraten. Vermeide gängige Wörter und Tastenabfolgen. Und wir haben da so eine, also wir verwenden, es gibt so eine Library für Entropy Estimation, diese nach Patterns und Wörtern sucht. Und wir verbieten eigentlich einfach die Passwörter, die man in 10 Sekunden knacken kann. Ja. Aber es ist erstaunlich, wie schwierig das es oftmals ist, für Leute ein Passwort zu finden, das man nicht in 10 Sekunden knacken kann. Also es ist wirklich erstaunlich. Und zum Beispiel auch ein Trade-off, den wir hier gemacht haben, ist, wir haben die Passwortlänge, ich glaube, auf 9 oder 10 Zeichen erhöhen müssen, weil einfach mit 8 Zeichen haben es die Leute praktisch nicht hingekriegt, an dieser Fehlermeldung vorbeizukommen. Und diese Fehlermeldung ist halt nicht so actionable. Die ist einfach, mach's besser. Und da kann man nichts, also es ist wirklich schwierig, mit der umzugehen. Hingegen, wenn ich sage, ich will 10 Zeichen, dann wissen die Leute, okay, ich muss einfach 2 Zeichen mehr machen. Und mit 10 Zeichen ist es dann einfacher, an der vorbeizukommen, die weniger actionable ist. Und deshalb haben wir halt die Länge auf 10 erhöht, ja. Genau. Vielleicht auch ein bisschen etwas, das ja dann auch wird, wenn wir mehrere Services haben und die Leute haben einen Account bei uns und dieser Account ist quasi für alle anderen Services auch zuständig, dann wird eigentlich das Passwort des Accounts wird eigentlich so der zentrale Punkt, und da ist halt ein bisschen auch das mit dabei, die Userinnenpasswörter, die sind meistens sehr schwach. Und das ist sicher auch heute ein bisschen anders als irgendwie 2001, als die meisten Leute nun vielleicht jeden zweiten Tag ihren Account angeschaut haben, meistens auf dem Heimcomputer zu Hause. Und heute sind wir irgendwie sehr vernetzt. Wir haben viel mehr Daten mit unseren Accounts verknüpft. Wir richten die Accounts auch auf Geräten ein, die vielleicht nicht so sicher sind wie unser eigenes Gerät. Also zum Beispiel ein Android Device vom Stand vor 2 Jahren. Aber trotzdem müssen wir uns ja da irgendwie authentifizieren. Das heißt, wir müssen einerseits den Account und irgendein Credential hinterlegen. Die meisten denken dann, ja, okay, ich muss halt mein Passwort eingeben. Aber das, was wir dann eigentlich wie gemacht haben, ist, dass wir auch gesagt haben, okay, wenn wir das jetzt so umbauen, dann wollen wir das eigentlich auch so ermöglichen, dass man mit Credential-Informationen eigentlich nur jeweils an die Daten rankommt, auf die man auch möchte für den jeweiligen Kontext, und dass eigentlich dieses Hauptpasswort, das die Userinnen selber wählen, eigentlich nur dafür da ist, grundsätzlich den Account zu verwalten oder sich über eine Anführungszeichen sicheres Interface zu verbinden. Und genau halt so dieses Problem, dass der Teil, der irgendwie selbst gewählt wird und wo wir zwar ein Pain in the Ass sein können, indem wir diese Library verwenden, aber irgendwie, das,
dass halt zumindest dieses Passwort nicht überall rumliegt. Der eine Ansatz, den wir haben, ist, dass man mitunter auch Applikationspasswörter sich erstellen lassen kann. Diese Applikationspasswörter generieren wir, also es sind zufällig generierte Passwörter, aber das sind dann genau solche Passwörter, die man eben dann zum Beispiel für die Mail-Authentifizierung auf seinem Mobile-Gerät oder auch im Thunderbird selber verwenden kann und die man dann eigentlich auch beliebig abspeichern kann, weil an und für sich dieses Passwort ermöglicht es nicht, das Konto zu verwalten, sondern ermöglicht nur den Zugang zu den E-Mails. Und wenn ich das Gerät verliere, kann ich mich an meinem Account anmelden mit meinem Passwort, mit meinem Account-Passwort und kann dieses Applikationspasswort löschen und es ist weg. Einige Dienste haben das auch so integriert, also Nextcloud macht das zum Beispiel auch transparent mit der Authentifizierung des Clients hintendurch. Genau. Und das andere Nette dabei ist, dass wir dann eigentlich auch ermöglichen können, dein Hauptpasswort mit deinem zweiten Faktor zu versehen, weil die meisten Mail-Clients tun sich extrem schwer, sich da irgendwie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zu ermöglichen. Und das heißt, wir können jetzt auch, also das kann man sich auch, einerseits zeitbasierte Einmalpasswörter erstellen lassen, hinterlegen oder Web-Authen-basierte Keys-Authentifizierung, das ist der Standard von den FIDO-Keys, also irgendwelche YubiKeys, Nitro-Keys oder so, funktionieren quasi. Und damit ist dann quasi der Zugang zum Account über das Interface, das das ermöglicht, und das ist halt einfach der Browser, ist dann der Account so geschützt und über, sagen ich jetzt mal, IMAP oder SMTP, dort, wo wir dann auch eigentlich die meisten automatisierten Knackversuche sehen zu Accounts, dort drüber, auch wenn es das richtige Passwort ist, weil der zweite Faktor dort fehlt, kann man sich eigentlich gar nicht darüber authentifizieren. Ja, das vielleicht noch so als weiteres Ding dazu. Genau, weil ein Punkt halt dort vielleicht so ein bisschen, wir denken halt eben, dass weil immer wie mehr Daten quasi heutzutage so zentral dann mit dem Account verknüpft sind, dass halt eben die Sicherheit des Accounts dann eigentlich auch also viel wichtiger wird, als er noch vor 20 Jahren war. Ja. Ein kurzes Fazit eigentlich, also so, der Hauptpunkt, den ich eigentlich wirklich nochmal erwähnen möchte, ja, gründet Community Provider. Ich glaube, es ist wirklich eine gute Idee, weil also eben wir haben kommerzielle Provider, die haben ganz klar, die verkaufen die Daten, okay. Und dann haben wir andere, also die kommerziellen Provider, wo ich als Benutzer nichts zahle, oder? Und dann haben wir die kommerziellen Provider, wo ich als Benutzer etwas zahle und die sind vielleicht ein bisschen mehr auf meiner Seite, sogar sicher mehr auf meiner Seite. Aber trotzdem, es gibt da Interessenskonflikte, es gibt trotzdem kommerzielle Interessen, es ist nicht ganz so klar. Und bei Community Providern denke ich, das ist wirklich eine gute Lösung, mit dem Problem umzugehen. Man sagt einfach, natürlich kann nicht jede Person selber einen Mail-Server betreiben, aber vielleicht so auf ein paar tausend Leute kommen schon irgendwie eine Gruppe von Menschen zusammen, die halt Services betreiben können. Und ich denke, das ist ein gutes Modell und mit Open Source und freier Software und Zusammenarbeit ist es auch möglich. Dann zum Eigentlichen, zu der Mailbox-Verschlüsselung. Ja, das Mailcrypt, wir haben es jetzt, wie gesagt, seit über einem Jahr produktiv, fast 2 Jahren produktiv. Sehr wenig Probleme damit. Wirklich die Hauptfragen sind wirklich die Interaktion mit den Benutzerinnen. Wir haben sicher auch weniger Benutzerinnen jetzt als ein großer Provider. Wir können auch mehr Zeit reinsetzen. Also es gibt sicher Knackpunkte, aber wir können es sehr empfehlen, das auszuprobieren. Und dann, ja, es geht weiter. Also das ist eine Datenablage.
die wir jetzt uns angeschaut haben. Es gibt noch ganz viele andere Datenablagen. Es geht immer mehr in die Richtung, dass dieses Gerät hier, da ist nichts drauf. Das ist eigentlich ein Zwischenspeicher für die Daten, die irgendwo anders liegen. Und ich verliere die Kontrolle darüber. Ich verliere die Souveränität über die Daten, die ich da reinpacke. Und es gibt eigentlich keinen technischen Grund dafür. Also es ist rein ein wirtschaftlicher Grund, dass ich die Souveränität über die Daten verliere, weil ich könnte da genauso alle Daten hier einen Schlüssel drauf haben und es geht verschlüsselt raus, es liegt irgendwo verschlüsselt, persönlich für mich abgelegt. Es gibt keinen Grund, das ist nur Bequemlichkeit. Also da gibt es noch viel, viel, viel zu tun. Ja, ich denke, wir haben noch eine gute Zeit, um Fragen zu beantworten. Die URL da unten, probiert sie noch nicht. Es kommt noch. Work in progress. An dieser Stelle möchte ich Olli und Marcel nochmals danken für ihren super Vortrag und die technische Tiefe und was man heute auch selber machen kann, um seine Daten zu schützen. Wenn Fragen sind, dann komme ich zu euch und gebe euch das Mikro. Das ist nett. Verständnisfrage, eure Skripte, die ihr da entwickelt habt, vor allen Dingen zur Schlüsselablage, darf ich die verwenden oder muss ich da bei euch Kunde werden oder wie funktioniert das? Ja, gerne, also es ist alles freie Software. Genau, und der Haupteinstiegspunkt ist code.immerda.ch. Dort ist langsam alles drauf, aber zur Mailbox-Verschlüsselung ist dort alles drauf. Also was ich vielleicht dazu erwähnen möchte, also es ist halt, es ist nicht so, dass wir das Projekt quasi im Leeren gestartet haben, sondern wir haben es halt auf der Basis von bestehender Infrastruktur gestartet. Und diese Dienste sind halt schon ein bisschen spezifisch jetzt für unser Umfeld. Aber ich denke, es gibt durchaus wiederverwendbare Teile darin und wir haben auch großes Interesse, die zu identifizieren und vielleicht die dann auch mal so veröffentlichen können. Super. Noch eine Frage? Weil wir brauchen es für die Aufnahme. Ja, ich finde das ganz toll, was ihr da gemacht habt. Ich habe früher Eudora gebraucht für Mail und was dort für mich toll war, ist, ich konnte jedes Jahr sozusagen eine Box schließen und dann die nächste für das nächste Jahr öffnen. Und erlaubt ihr das auch? Wie ist es mit Anhängen, Bilder oder anderen Dateien? Und wie ist es mit der Suche? Das ist kein Mikrofon. Ja, eben, also das, die Verschlüsselung, also die erste Idee finde ich mega coole Idee, kannte ich nicht, sollten wir vielleicht machen. Also Ende Jahr, alles ist weg und ich beginne neu. Die gefällt mir, die Idee. Die könnte ich gut gebrauchen. Und zur anderen Frage, ja, also die Verschlüsselung greift eigentlich für das gesamte Mail-Objekt, also das beinhaltet Anhänge, alles etc. Aber eben, wie gesagt, das ist spezifisch für E-Mail, wir haben andere Dienste, wo Daten anfallen und ja. Genau, aber an und für sich als Nutzerin ist es transparent, also ob jetzt, das hat eigentlich nichts geändert. Also das Webmail ist nach wie vor ähnlich, E-Mail-Client wird genau gleich verwendet und so weiter. Ich denke, das ist auch ein Vorteil dieser Lösung als Teillösung des Ganzen, dass sie eben nicht irgendwie einen speziellen Client oder so verwendet werden muss, sondern dass sie halt transparent in die bestehende Mail-Infrastruktur sich integriert. Genau, und damit ist auch die Suche eigentlich identisch. Also, außer, dass sie langsamer ist. Genau. Kurze technische Frage, da ihr ein bisschen Recherche gemacht habt. Ich habe kein Dovecot, sondern Courier als IMAP. Wisst ihr, ob es da auch Lösungen gibt? Ich weiß es nicht. Mir ist keine bekannt. Wir haben irgendwie, glaube ich, seit 15 Jahren Dovecot, deshalb war irgendwie auch kein Grund, da was zu ändern.
Auf der Slide mit der Konfiguration stand noch, dass die Authentifizierung noch einen speziellen irgendwas mitliefern muss. Ist das gut dokumentiert irgendwo, wie man das quasi macht, oder ist das ein tricky Teil? Nein, ich glaube, das ist ziemlich gut. Also mittlerweile ist es sehr gut dokumentiert. Als wir begonnen haben, war die Dokumentation von MailCrypt eher rudimentär. Mittlerweile ist es sehr, sehr gut dokumentiert. Ja gut, wenn keine weiteren Fragen sind, dann bedanke ich mich bei den Speakern. Ich bedanke mich auch im Namen von der DigiGuess, die aktiv die Schleuder im Einsatz haben, eine eigene Entwicklung von euch, und schließe mit diesem Talk entsprechend ab. Wir haben jetzt eine Viertelstunde Pause in diesem Raum.